So, nach diesem fulminanten Tod habe ich mir dann gedacht, okay, machst du mal auf Cam ein bisschen weiter und habe jedem ein S-Level von 10 verpasst, also mindestens 10. Und ja, der Tod war unnötig, aber naja. Ne, so habt ihr wenigstens mal den Game Over Screen gesehen. Haha, alter Let's Player Gag. Verteilen wir eben die Punkte. Würde ich behaupten. Erstmal hier hin. Ich meine, 10 Schritte sind nicht viel, aber besser als überhaupt nichts. Würde ich behaupten. So, da ist nichts. Hier ist nichts. Also gehen wir hier hin. MP um 20. Und hier immer Treffer nochmal um 4. Also der trifft ja bald alles. Und hier hin. Genau so sieht's aus. Geschick um 3. Und Reflex nochmal um 3. Schön, damit wäre Waka abgesegnet. Bewegen. Lalalalalala. Mal eben schauen, hier oben. Hätten wir Treffer und HP. Komm, dann machen wir den Umweg nach oben. Geschick um 4, weil wir wollen ja, wie gesagt, nichts nach Möglichkeit auslassen. HP um 200. Noch einen Schritt nach oben. Ach, nicht bewegen. Benutzen. Und hier nochmal Treffer um 2. So, lalalala. Bewegen. Wäre das von hier nach hier nach hier. Also hier hin. Haben wir zwar nicht allzu viel mit Eis geschafft, aber wiederum ein wenig. Und hier nochmal Abwehr um 2 gestiegen. Ja, ich habe immer noch so ein kleines bisschen Schissen vor Simo Varia. Der Kerl macht mich nervös. Na komm. Juna, 23 Schritte. Oh my gosh. So, wo wollen wir mit der lieben Juni denn hin? Was haben wir hier? Gravitas. Mit der greifen wir sowieso nicht an. Also lass mal Gravitas erstmal weg. Oder was haben wir hier? Hier haben wir Bio. Das wäre auch was für die Schwarzmagierin im Moment. Ahnen, nein. Wo gehen wir mit der denn lang, ey? Was haben wir hier? Refleck. Gut, gehen wir hier oben lang. Alles klar, ich habe meinen Weg gefunden. Also, hier hin. Genau. Benutzen. Wundersphäroid. Abwehr um 4. Abwehr um 4. Okay, das war dann eben was anderes als Abwehr. So, Magie um 4. Schön. Reflex. Reflex, Mensch. Ich hab's heute nicht so beim Lesen, ich merke das schon. Dann hierhin. Reflex ist schön. Reflex hat zwar auch seine Tücken, aber kann in manchen Kämpfen echt extremst von Vorteil sein. So, Wunder. Zauberabwehr um 4 gestiegen. Und hier haben wir das Refleck. So, gehen wir hier oben lang mit Juni. Lalalalalala. Voll geil. Hier sind die ganzen Guard-Zauber. Wo ich mit Lulu auch ja kurz vorstehe. Aber warum bin ich den Weg mit Lulu nicht gegangen? Ich glaube, ich hatte da noch keine Level 2 Sphäropässe. Kann das sein? Wenn ich den Weg jetzt aufmache, könnte ich den Freund-Teleporter benutzen. Ja, das machen wir auch. Benutzen. Oh, ich stehe da noch nicht dran. Oder komme ich hier gar nicht hin? Ne, da komme ich gar nicht hin. Hahaha. Ha, ha. Okay. Dann hätten wir hier Antizauber. Doch, da wäre ich doch wohl hingekommen. Oder bin ich jetzt scheel? Ist da kein Weg? Gut. Dann recht so. Lalalalalala. Wunder. Magie um 4 gestiegen. Nochmal Wunder. MP um 20 gestiegen. Sehr schick.
Antizauber. Ja, der hätte uns das letzte Mal ordentlich den Arsch retten können. So. Wo gehen wir lang? Ich würde fast behaupten, wir holen uns noch eben... Wo stehen wir gerade? Wir gehen hier einmal hoch, holen uns den HP da oben und gehen dann den inneren Weg. Oder? Ja, ist für die Magierin am besten. Einmal hier hin. Weil die braucht definitiv ein paar mehr HP, weil sonst fällt die uns andauernd auf die Schnute. Das könnte ich nicht so wirklich gebrauchen. Alles klar. Bewegen. Dann hierhin. Gut. Abwehr um 2. Wo stehen wir neben und warum können wir es nicht benutzen? Achso, ist noch ein Wunder. Alles klar. War mich schon am Wundern. Hahaha, war mich schon am Wundern wegen dem Wundersphäroid. Und da habe ich doch glatt ein Feld übersehen. Oh. Und hier nochmal HP um 20. Sehr schön. Haben wir mit Juni auch ein paar Schritte geschafft. Bewegen. Wir laufen überall sehr nah aneinander, stelle ich fest. Obwohl mit Riku ist das ja normal, weil Riku noch nicht allzu viel Bewegung hatte auf dem Brett. Ne? Die paar Schrittchen, die wir da mit ihr gegangen sind. Weiter hierhin. Na, wir hätten noch einen weitergehen können. Ah, egal. Magie weiterum um weiterhin um 3. MP, nee, HP um 20, genau. La 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 la, fail for the win. Hierhin für Rauben. Genau. Und bewegen. La 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 la. Na komm, gehen wir hierhin zurück. Haben wir irgendwas, was wir ihr so beibringen könnten? Schwarzmagie nicht, Glück wollen wir auch nicht. Spezial. Was wäre das denn? Und Schuss, nein. Bodyguard, nein. Wer hat denn Bodyguard aktiviert? Das wäre für Waka richtig vorteilhaft, wenn wir Bodyguard bei ihm lernen könnten. Sammeln, drohen, ahnen, beten, Almosen, Fortuna benutzen, klauen, nein, anfeuern, nein, und Schuss, nein, Bodyguard. Das wäre richtig geil. Aktivieren wir. Komm, scheiß drauf. Hat Waka jetzt Bodyguard, damit beschützt er andere. Zurück ins Menü? Nein. Haben wir alle? Ich wollte gerade sagen. Bewegen. So, wo wollten wir lang? Cookie, Cookie. Cookie, Cookie. Alles klar, wir wollten hier lang. So, Angriffskraft. Um 4, sehr geil. Bewegen. Hierhin. Nein, benutzen. HP um weitere 200 gestiegen. Geschick um 2. Wie gehen wir weiter vor? Was wäre im Moment vorteilhaft? Ich meine, umgehen möchte ich den Weg hier auch nicht, aber ich meine, ihr seht schon, wir sind sehr nah mit den anderen im Weg und es bringt ja nichts, wenn wir hier kaum vom Fleck kommen. Hm.
Weil hier würde es für uns erstmal nicht weitergehen. Und hier ist nur ein Glück, aber... Hm. Komm, wir gehen. Ja, wo gehen wir lang? Hier lang. Oren, Reflex um 2. Zauberabwehr. Zauberabwehr ist für gleich richtig schön. Hier hat man noch Drohnen. Bewegen. Und war das wieder ein Kampf, die scheiß 10 von Rucker vollzukriegen? Also der Kerl, ich weiß auch nicht, ey. Lulu, bewegen. Mit ihr wollten wir hier lang, meines Wissens nach. Genau, deswegen hat man das Feld aufgemacht. Weil an die Level 3 Sphäropässe kommen wir ja noch nicht dran. Da haben wir also noch keine. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Bewegen. Gehen wir direkt hier hin. Und selbst dafür brauchen wir Level 3 Sphäropässe. Das heißt... Bewegen. Ah doch, wir kommen wohl weiter. Mensch, wo schaue ich denn heute wieder hin, ey? Und HP weiter 200. Ist natürlich jetzt nervtötend, dass uns die Level 3 Sphäropässe fehlen. Einmal hier hin bitte. Dann kriegen wir hier nochmal MP 200. Bewegen hier hin und haben somit auch hier wieder eine Ability. Vigra. Ist zwar ein Weißzauber, aber hey... So, damit wäre das Sphärobrett wieder mal befüllt. Jetzt muss ich ganz stark überlegen, wie ich den weiteren Kampf plane. Wir haben übrigens jede Menge Kohle. Das heißt, wir könnten mal eben hier nach Waka gehen. Vorher speichern wir nochmal zwischen, falls ich gleich auf die Nase bekomme. So. Jupp. Schauen wir mal. Keine Potions. Hiervon haben wir genug. Hier, ne? Also ich glaube, ich habe mit 52 oder so gestartet und die haben wir alle im Kampf bekommen. Schaut euch die Preise an, weil wir eben so viel Geld zugesteckt haben. So. So. Für die ganzen Zettel brauchen wir nicht. Wie ihr seht, wir sind ordentlich eingedeckt. Alles klar. Die Gruppe noch eben ändern. Gruppe. Nee, die kann so bleiben. Genau, die bleibt so. Ich werde jetzt jeden Kampf bis vorne skippen. Weil da könnte der ein oder andere jetzt noch folgen, bis wir da hinten ankommen. Und ihr habt ja gesehen, die Kämpfe sind echt nervtötend. Chance zum Präventivschlag. Das ist natürlich sehr schön. Spezial und tschüss. Bin gleich wieder da. Alles klar. Och, lalalala, das Übliche. Oh, ich muss mal ganz kurz. So. Da hat mir jemand Wichtiges geschrieben. Sorry dafür. Wir vorne haben auch nochmal einen Save Point. Wir müssen mal kurz aufhalten. So. Eieieiei. Mir jucken die Hände. Pfui. Gib Geld. So, Leute. Und jetzt kommt der böse Kampf, vor dem ich so zittere. Der Einzige, der jetzt leider nichts von den ganzen EP hatte, war natürlich Kimari, weil er hier vorne stand. Und jetzt geht's los.
Simovaria ist schwierig zu besiegen aus dem einfachen Grund. Er ist zweigeteilt. Es ist einmal hier Illumivaria und Simovaria. Jedes Mal, wenn wir Simor angreifen, egal wie viel wir ihm abziehen, jedes Mal, wenn wir Illumivaria angreifen und es stirbt, zieht er sich 4000 von Simovaria. So, das Problem ist aber, dass er schwer zu attackieren ist, solange es Illumi noch lebt. So. Kombo-Angriffe mit Simor müssen verhindert werden. Genau, aus dem einfachen Grund, er setzt nämlich dann Hades-Magie ein. Wir können jetzt hier wieder ansprechen. So, you two seek freedom from this painful life? You talk too much, Seymour. You talk too much. Angriffskraft steigt. So, jetzt können wir hier zwar Bestias einsetzen, deswegen habe ich jede Bestia auf Ekstase gebracht. Aber er löscht jede Bestia nach dem ersten Angriff aus. Das heißt, wir hauen unsere Ekstase da drauf. Und dann wird die Bestia ausgelöscht. So, Mega Flare auf beide. Das heißt, sie stirbt danach und wir können sie für diesen Kampf nicht mehr ausrüsten. Das finde ich das Schöne an Final Fantasy 8. Obwohl, nee, da konnte man die während des Kampfes mit dem Stall auch nicht wiederbeleben, glaube ich. Stall hieß das Item, um GFs wiederzubeleben aus Final Fantasy 8. Wollen wir doch mal schauen, wie viel das gebracht hat. Wow! 15.000, oh my gosh. So, Illumi einsaugen. Und er zieht sich nochmal 4.000 von Seymour. So, er belegt sich mit, So, und jetzt Gnadenstoß. Damit wäre diese Bestie zerstört. Also, nur für diesen Kampf natürlich. Kimari. Auch er hat die Ekstase, aber Ekstase von Kimari ist immer ein wenig fui. Wakariko. Lol, was sollte die Runde denn? Rauben! Gegner besitzt keine Items. Okay. Demolierkralle. Ouchens. So, hier wollen wir Weißmagie. Hast auf Eis. Juni beschwören. Und zwar schnippen wir eine Runde mit dem Finger. Das wird aber die letzte Bestia sein, die ich einsetze. Ich möchte den Kampf nämlich mit den Charakteren beenden und nicht mit den Bestias, weil sonst ist der Kampf einfach zu einfach. Diamantenstaub. Und 9.999. Illumi einsaugen. 3.000. Death awaits you. Okay, der Kampf wird so einfacher als ich einfacher als er sein sollte, deswegen. Schauen wir mal, 3000. Ne, also ich meine, Lachpille. Fortuna auf die Gruppe. Nur eine Hades-Magie und wir können mit uns selber den Abwasch machen. Wow. Vitra. Das ist natürlich eine miese Scheißaktion von dir, Illumi. Auch Riku dreht eine Runde. Juni raus gegen Oren. Und Tradition. Holosiderit. Na komm, auf Illumi. Schauen wir mal, ob ich es hinkrieg. Ah! Fuck! Sollte der Scheiß denn? Und immer noch der Salto-Hieb von
Ich muss echt öfter die Ekstase einsetzen, weil sonst kriege ich nie alle Ekstasen von Tidus zusammen. So, damit wäre Illumi besiegt und er zieht sich wieder Lebensenergie von Seymour, aber diesmal nur 2000. Also jedes Mal, wenn er saugt, saugt er weniger. Oh, Flair. Wow. Hauen wir da drauf. 1500. Vitra. Hoppala. Und damit hauen wir Illumi down. Er zieht sich weitere 1000 von Seymour. Und das ist dieser Rattenschwanz, den ich meinte. Na, wir können jetzt hier Illumi nochmal angreifen. So, und jetzt zieht er sich wieder von Seymour. Und heilt Seymour auch gleichzeitig nochmal. Nur das ist dieser ewige Rattenschwanz, den ich meine. Tombola, Element T auf beide. Sollen wir mal schauen. Was machen wir? Machen wir hier Eis. So. Und vernichtend auf beide. Wow, ich hatte diesen Kampf viel, viel, viel schwieriger im Kopf. Also entweder bin ich overpowered oder... Ich weiß nicht, obwohl wir eigentlich nicht viel gelevelt haben. Also die paar Parts, die wir da gelevelt haben, die sind ja eigentlich eher so eine Lachpille. Level 2 und ein Shellwappen. Ich brauch Level 3 Sphäropässe, liebes Spiel. We escaped with our skins intact, but Yuna lost something. I could already tell her faith was shaken. Yevon had betrayed her. I felt like I should do or say something, anything. But nothing came. I was just as lost as she was. And then... Tja, und jetzt sitzen wir hier. Well? We're all clear. Cool, können wir verfolgen. We'll have to avoid Bevel in the future. Yuna? Said you wanted to be alone. Kein Wunder, oder? Of course. Sag ich ja. So, wir übernehmen wieder die Rolle von Tidus. So, aber... Ach Mensch. Boah. Ich will doch nur speichern. So, mein Gott. Ja gut, wir werden jetzt gleich zu Yuna gehen, aber den Weg machen wir erst im nächsten Part. Also, bis dahin, euer SH88. Viel Spaß mit meinen Parts. Haut raus, ciao.